Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within. So wie ihr sicher bemerkt, ist heute leider Gottes ohne Facecam. Gefühlt sind 400 Grad. Leider steigt da ein bisschen die Technik aus. Deswegen heute mal ganz oldschool ohne Facecam. In der letzten Folge sind wir hier gewesen. Da ich eine neue Aufnahmesession habe. Bin ich mir gerade rash unsicher. What is here erwartet? Bis auf diese Viecher. Alter, der hat mich jetzt aber gerade. Der hat mich ganz schön hops genommen gerade, muss ich mal sagen. Ne? Also ist nicht ganz so einfach. Komm wieder alle her? Wie aus den Wänden? Achso, du kommst von hier raus. Okay. Hallöchen! Da bist du. Nice. Okay, die sind also weg. Also ich weiß, wir mussten die Dinger hier irgendwie deaktivieren. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz um. Spawn schon mal was. Nö. Dafür aber jetzt. Genau, wir müssen mich da hin. Und dafür kommen die Viecher uns immer näher. Aua. Aua. Munition, alles. Ja, warte. Nicht ganz so fies. Nicht so. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch Medizin habe. Ja, haben wir. Okay, Medizin ist da. Ist alles am Start. Okay, cool. Hier haben wir noch ein bisschen Shoddy. Shoddy Moon. So, also, wir drehen jetzt am Mädchen. Zack. Wir drehen am Rädchen, damit das hier abgepumpt wird, damit wir dann da runter laufen können. Richtig? Richtig. Ich wusste das so. Fall doch einfach um, bitte. Danke. Hat er jetzt die Munition genommen? Ja, ist mir egal. So, hier haben wir noch ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt das gleich aktiviere. Dass irgendwie nochmal so ein Schwarm kommt. Ich muss jetzt bestimmt hier wieder. Der hat das Spam. Gehört's im Hintergrund. Jo, na komm! Na komm! Hopp, die Waffe, jetzt geht's ab hier. Wieder. So. Das heißt doch aber. Ich weiß, das heißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Nein, du bist da. Munition alle. Wie viel kannst du fressen? Oh, davon habe ich gar nichts mehr. Warte mal. Davon habe ich noch ein bisschen was. Vielleicht brauche ich auch gar nichts für dich. Vielleicht, aber doch. Lasst uns mal ganz kurz hier einfach nach unten rennen. Ah, okay, cool. Wie sind sie losgeworden? Einfach panisch wegrennen. Geil. Neue Taktik, wir rennen nur noch panisch weg. Und ich habe wieder nichts an nur Munition. Jawoll, ein Boss. Ja, lass mich doch. Lass mich los. Alter. Wo kommt der denn hin? Okay. Ja. Okay. Bin ich in eine Art Nest geraten? Ach, ich kann ja jeweils genau diese Wände, die kannst du ja wegmachen. Da war ja auch noch was. Stimmt, wir können uns ja, siehst du, habe ich völlig vergessen. Wir haben nämlich richtig viel Teile und können uns ja Munition herstellen. Und das werden wir uns jetzt auch als nächstes gleich mal machen. Nice. So, jetzt haben wir wieder genug Munition, wir haben genug Explosivdinger, wir haben normale Pfeile und wir haben Schock. Die Schockerpfeile. Und ja, ich hoffe, damit sind wir halbwegs richtig gerüstet. Ey, dieses Posieren, da denke ich immer gleich, dass da irgendwelche Viecher rauskommen. Nee, die gehen einfach nur zu.
Ist auch okay. Gehen wir nochmal ins Safe Room. Oh, hier kriegen wir gerade ganz viel Muni gespendiert. Und Medizin. Das heißt doch nichts Gutes. Aber wenn du sowas bekommst, ist doch, da ist doch schon wieder, da kommt doch wieder auf uns irgendwas zu. Irgendwas ganz Schlimmes. Also, hier kriegen wir noch ein Kartenfragment. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz kurz saven und sehen uns gleich nach dem Save wieder. Gut, damit haben wir unsere Stats verbessert. Wir haben ein bisschen was an der Waffe gemacht. Wir haben auch noch Munition gefunden im Safe Room. Wir hatten noch einen Schlüssel am Start und konnten quasi unsere Magnum. Haben wir nochmal einen neuen Schuss bekommen. Und auf die stehe ich aber. Magnum macht ja der so eine Dusch. Also so ein Durchschlag, so ein Wumms. Das ist ja mal einfach mega. Scheiße. Das ist im Arsch. Ja, toll. Das heißt jetzt für mich. Okay, ich nehme das mit und kann jetzt hier. Nice. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Okay, also wir haben ganz kurz mal jetzt hier den Controller dran, um zu checken, ob ich hier irgendwas. Okay, den kann ich jetzt einsetzen. Nice. Okay, komm, wir machen jetzt mal, wir aktivieren jetzt mal AUX und gehen mal raus. So, was heißt das jetzt für mich? AUX. Was ist gemeint mit AUX? Ah, okay, vielleicht muss ich hier noch was machen. Okay, wir machen das ganz kurz mal mit dem Controller. Und gucken, was. Okay, wir machen das mit dem Controller. Ich habe ein Problem. Und zwar ein recht großes. Lass mich doch mal. Ach, das kommt von diesen Löchern. Nee. Ah, okay. Immer da, wo er sabbert. Da kommt er gleich raus. So, wo sabbert er? Dann sabbert er. Okay. Ich krieg trotzdem da hinten eine rangewartet. Wo er da wartet. What? Was ist denn jetzt passiert? Okay. Hier. Ganz kurz mein Medikit nehmen. Mein großes. Währenddessen ist er hier so ein bisschen benebelt. Der gute. Nehmen wir uns hier noch die Munition. Hallo? Kommst du wieder klar mit der Welt? Double ball. Munition alle. Ich hab doppelt so viel Munition. Nice. Ich bin echt tot. Yes. Alter! Jetzt euer fucking Ernst endlich geschafft. Junge! Das war ganz schön anstrengend. Okay, war das jetzt ein Boss von irgendwie drei? Weil ich ja, glaube ich, nur irgendwie den Generator kurz bedient habe und sofort ging es los hier mit so einem Endboss-Szenario-Fight. Das Schlimme ist, ich habe kein Leben und wie immer
auch keine Munition mehr. Ja, wir können uns gerne mal hier angucken. Null. Null. Ja, super. Ein bisschen was und ein bisschen was. Und das Bad ist nicht berauschend. So, wir bedienen jetzt nochmal die Leertaste, um zu checken, was jetzt kommt. Aha, da hinten hat sich eine Tür aufgemacht. Okay. Okay. Gehen wir mal hier rein und grabbeln uns jetzt mal hier den ganzen Stuff. Okay, das ist anscheinend wirklich nur ein Raum für Loot. Okay, cool, cool. Also den Lootraum haben wir dann schon mal durch. Eigentlich bräuchte ich dann nur noch den Lift, oder? Also sprich, ich bräuchte eigentlich nur die da. So. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ey, und wenn jetzt hier noch ein Boss kommt, nur weil ich jetzt den Lift aktiviere, dann kriege ich einen Anfall. Nope. Okay, also hier kommt jetzt kein Boss. Dafür kann ich den Lift aktivieren. Und ich fahre nach oben. Okay, cool. Cool. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Also wir hatten ja so einen kleinen Mittelboss-Fight. Den haben wir ja mehr schlecht als recht gelöst. Wir haben wieder mal keine Munition, wie immer. Ja. Also ist eigentlich alles beim Alten. Kein Leben, keine Munition. So kann das Leben weitergehen. Nö, jetzt gucken wir mal noch, was uns eventuell hier so... erwartet. Wir können mal gucken, haben wir noch ein bisschen mehr Magnum-Munition? Oder Magnum, guck mal, die Magnum ist noch full. Stimmt, die haben wir jetzt beim letzten Run, haben wir die ja gar nicht genutzt. Die Magnum. Da waren wir ja mal ein bisschen Spaß. Aber witzigerweise haben wir jetzt in kürzester Zeit zwei Schlüssel gefunden. Also, ne? Ah, wir sind da angekommen, wo wir quasi letzte Folge schon eigentlich mal hin wollten. Und zwar zu dieser ominösen U-Bahn-Brücke. Wo wir jetzt bestimmt auch ganz viele tolle Überraschungen auf uns warten. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass diese Brücke hält. Ja, sagen wir es, sehen wir es mal so, sehen wir mal ehrlich. Ne? Also seien wir mal ehrlich und sehen das mal realistisch. Das wird doch jetzt eine große, große Überraschung geben. Dass uns hier gleich irgendwas irgendwie entgegenkommt. Oder halt eingeschlagen wird. Sowas wie You. Und jetzt ist auf die Sicht gewinnt, als ob ich in so einer Traumwelt bin. Ich kann auch nicht sprinten. Hallo? Sprinten? You will. Okay, da steht auf jeden Fall irgendein Text für uns. You will. Ja, wann kommt der Sprinten? You will suffer. So, muss ich jetzt rüberklettern? Ja, moin, da ist er wieder, unser Assassin's Creed-Team. Und ich sag halt, die Brücke wird nicht stehen bleiben. Kannst du machen, was du willst? Also, jetzt versuchen wir wahrscheinlich wieder durchzurennen. Run, boy, run. Und hoffen, dass das auch alles klappt. Die Steuerung auch übernimmt. Und wir sind jetzt wieder im. In der Nervenklinik? Scheint so. Okay, gucken wir mal, was haben wir hier? Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Okay.
Gut erkannt. Hallo? Hallo? Wer sagt, dass das hier jetzt angehen soll? Das sagt doch keiner. Willst du jetzt Mitleid von mir? Hä? Ist das jetzt wieder so ein Ding mit hier so und so hinten und so? Meine Spielfigur steht noch. Ich bin gar nicht gestorben. Hallo? Lass uns mal ganz kurz. Wie kann ich euch jetzt hier... Letztes Mal konnte ich euch nicht töten. Letztes Mal musste ich euch... Wow. Das Ding da entfernen. Das muss ich jetzt auch. Okay. Okay, warte. Ich muss nur ganz kurz... Nein, lass mich beide wieder in Ruhe. Munition alle? Ich hätte gerne Schrotflinten. Warte mal. Wenn ich ziehe, kann ich dir das doch da hinten bekommen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay, warte mal. Wait a second. Nein, Freunde. Okay. Jetzt haben wir die richtige Munition für euch. Sehr gut. Und sehr gut. So, jetzt haben wir einmal alle wieder hier. Beraubt. Ha! Kannst mich mal. Nice! Und damit haben wir Kapitel 14 überlebt. Das heißt, wir werden im nächsten Kapitel, Kapitel 15, und voraussichtlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar vielleicht das letzte Kapitel, nächstes Mal anspielen, beziehungsweise unser nächster Auftrag ist es, dieses Spiel durchzuspielen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge definitiv Kapitel 15 anfangen und egal wie lange es dauert, wir werden Kapitel 15 auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder ein bisschen Spaß und lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaltet wieder ein, wenn es heißt The Evil Within. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spare.